Es ist doch eigentlich richtig gut für die Leute, ne, da mal zu sehen, was Sache ist. Und sie sind auf jeden Fall bereit, dann drücke ich schon mal den Bereit-Button. So, dann wollen wir mal gleich durchstarten, damit hier nichts so schlimm ist. Seit wann spielt Harvard Player bei Orbital Gaming? Nein, 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 das war von mir noch. Also wie gesagt, da habe ich dann einfach zwischendurch ganz schnell. Und ja, so meine Damen und Herren, nichtsdestotrotz, wir sind jetzt hier auf jeden Fall Round of 64, 32, 64. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Da habe ich jetzt wieder gerade so ein bisschen was verpeilt. Ja, 64. Und wir haben auf jeden Fall Silex eSport Charlie gegen Aras. Wir sind jetzt auf jeden Fall schon mal in der Operator-Bannphase. Ne? Aras, die Jungs sind auch ein bisschen angepullert, weil, wie gesagt, sie wollten eigentlich nicht, dass das gecastet wird, weil sie denken, dass ich jetzt hier einfach Stream-Snipe für Silex eSport. Aber nein, meine Damen und Herren, ich bin offizieller Caster der ESL. Und ich habe ein 3-Minuten-Delay drinne. Und ich würde tunlichst es vermeiden, irgendwas hier zu posten oder zu sagen oder so. Keine Ahnung. So, auf jeden Fall, Menschenskinder, ich sehe ja gerade, Termite wird gebannt. Hibana wird gebannt. Alter Schwede, das ist ja holla die Waldfee. Ich muss mir das auch aufschreiben, falls wir einen Rehorst haben, damit ich es einstellen kann und nicht wieder drauf dastehe. Aber das nenne ich doch mal auf jeden Fall mal einen Bann. Und ich habe mir jetzt auf jeden Fall mal dieses Six-Bann-Phase wieder durch mal erklären lassen. Das ist halt von den eigenen Teams. Die können einfach so verarschen. Ah, wusste ich auch. Und die Mira. Ja gut, Mira ist jetzt halt, sage ich mal, ein bisschen zu verschmerzen jetzt. Ne? Das geht. Ne? Und Last Operator Pick. Aber eigentlich müssen sich ja die beiden Teams eigentlich schon im Vorfeld darüber klar gewesen sein, welcher Operator gepickt wird, welcher nicht. Und der letzte ist Bandit. Somit haben wir Termite, Hibana, Mira und Bandit. Ja, das ist auf jeden Fall mal eine Pickphase, wo ich sage, nicht schlecht. Dann schauen wir mal. Gespielt wird auf jeden Fall Küste, meine Damen und Herren. Auch eine sehr schöne Map, finde ich. Was es als Caster jetzt angeht, sage ich mal. Also das Spielen ist jetzt halt nicht so meine Sache. Wir sind auf jeden Fall hier jetzt im Penthouse, so wie es aussieht. Und ich bin mal gespannt, wie die Jungs von Aras spielen werden. Weil ich kenne dieses Team noch absolut nicht. Ich habe auch nicht einmal gegen dieses Team gespielt. Ne, wir lassen uns da jetzt mal völlig überraschen. Auf Küste zerstöre ich jeden. Ja, Sven, ist richtig. Ja, ist richtig. So, und jetzt kommt diese sechste Pickphase. Und das ist diese Pickphase, wo der Gegner den anderen Gegner verarschen kann. Ich sag mal, er nimmt einfach die Angreifer müssen Bomben lokalisieren. Wieso wieder Timeout? Achso, ja, das ist was anderes völlig. So, dann wollen wir doch einfach mal schauen. Da haben wir doch mal auf Angreiferseite. Da haben wir Macho mit der Sophie. Kavusi mit dem Capitao. Harvard Player ist mit der Ying am Stüssel. Carnage. Tiger. Ich nenne dich Tiger. Ich hoffe, du bist mir nicht böse. Ist auf der Doggybee unterwegs. Und Inter-Revent Robert. Ich sag einfach nur Robert ist auf dem Line unterwegs. Dann haben wir auf Verteidigerseite. Da ist Wismies, ist der Jäger. Luixas ist auf dem Smoke unterwegs. Dann haben wir den Valentina auf Mute. Den Warbreeders auf der Echo. Und last but not least, der Witchel wird von Toxic the Best gespielt. So wie es aussieht. Oh ja. 1, 2, 3, 4 Leute in Room. Einer müsste hier unten irgendwo noch rumstreunern. Und da geht das auch schon richtig los. Und es ist mir gerade nicht aufgefallen, wie der Witchel gefallen ist. Das muss wohl ein Spawnpick gewesen sein. Oder ein Spawnpick-Versuch. Und die Jungs von Silex Alpha, Charlie, Entschuldigung, sind hier auch ganz schön schnell unterwegs. Kavusi macht jetzt mal Big Window auf bei Penthouse. Drop, Badezimmer geht jetzt auch auf. Jetzt wird erstmal noch gedroht, wo die Jungs sind. Also sie stehen auf jeden Fall schon direkt dran. Jetzt kommt erstmal der Call. Da und da und da und da sind sie. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter, wie schnell sie da jetzt rein sind. Weil die Jungs sind eigentlich auch dafür bekannt, mal einen schnellen Push zu riskieren. Ne, der Jäger ist auf jeden Fall hinten im Aquarium-Billardraum. Versucht er nach hinten über VIP ein bisschen Stress zu machen. Valentino ist in Room beim Kino.
War Breeders ist auch noch Kino. Also das sieht aus, also das wird auf jeden Fall jetzt eine richtig derbe Attack-Round. Aber War Breeders konnte Kabusi rausnehmen. Harvard haut sich die Jungs raus und jetzt geht das los. Ganz stark gemacht von Harvard. Er setzt den Diffuser an. Wird abgeaimt. Tiger aimt VIP ab. Ganz, oh, schönes C4 von Valentins. Damit konnte er auf jeden Fall den Diffuse verhindern. Aber der Robert ist gleich wieder am Start. Jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt muss Macho aber richtig schauen, dass er ihn kriegt. Schöner Heady von Macho. Hat ein Inshirt geschossen, den Echo. Aber Wismi konnte Carnage rausnehmen. Somit haben wir jetzt nur noch zwei Angreifer gegen zwei Verteidiger, weil Echo ist Inshirt geschossen. Die Drohne wird platziert, also können sie jetzt auf jeden Fall auf den Call warten. Aber Wismir springt raus und holt sich den Robert. Ganz stark gemacht, auf jeden Fall von dem Jäger. Somit haben wir jetzt Last Man Standing. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss es der Macho richten. Ah, er holt die Candelas raus. Oh, da wird er abgeaimt. Zwei Leute sind an der... Also wenn er jetzt runterspringt und den Entschärfer verhindert. Ganz stark, er konnte ein... Was für ein Triple. Ganz stark gemacht von dem Macho. Sehr, 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 sehr stark auf der letzten Sekunde. Drei Leute stehen da einfach rum und er holt sie sich alle drei. Ganz stark gemacht. Und wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat er jetzt vier Leute geholt. Ja. Vier Leute in der ersten Runde. Also, Mann, 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 Mann. Also, ich bin mal gespannt. Also, die Matche werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen weiter beobachten. So, jetzt kommen wir erstmal wieder zur Operator-Auswahl. Ne, also, wie gesagt, das hat jetzt richtig gut... Also, von beiden Teams muss man auch sagen, ne? Also, der Wismies, ne, hat auch nochmal schön zwei Kills gemacht. Ja, auch zwei wichtige Kills, ne? Sie hatten dann auf jeden Fall den Macho halt als Last Man. Aber dass er so ein gutes Aim hat und dass die Gegner noch so angehittet waren, dass sie dann gleich down sind. Tja, würde ich mal sagen, this is Rainbow. Das ist jetzt hier die berühmte Pickphase. Da wird jetzt nochmal verarscht. Doggy wurde angezeigt, aber er wechselt auf Thatcher. Und ich habe wirklich vorhin gedacht, dass das die Gegner nochmal den Operator rauswählen dürfen. Aber na gut. Wie gesagt, Harvard, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, ne, dass du mir das nochmal so erklärt hattest. Und ich sehe gerade hier im Stream, also im Chat, da werden hier schon die nächsten CWs ausgemacht. So, es wird wieder Penthouse gepickt, dann gehen wir doch mal wieder gleich die Angreifer durch. Da haben wir unseren Macho, den 4K auf Sophie. Kawusi wieder auf sein Kapitao. Harvard ist wieder auf der Gegend unterwegs. Der Tiger auf dem Thatcher. Und Robert wieder auf dem Line. So, dann haben wir wieder Wismis ist auf dem Jäger unterwegs. Dann haben wir Luixas auf dem Smoke. Valentinas ist auf dem Mute unterwegs. Toxic the Best ist wieder auf dem Vigil unterwegs. Und Warbreeze hat wieder seine Echo. So, dann schauen wir doch einfach mal Toxic the Best jetzt diesmal zu. Weil ich glaube, er hat vorhin einen Spawn-Pick versucht, aber der ging wohl in die Hose. Und so wie es aussieht, versucht er es jetzt wieder bei den Ruinen. Ah, bin ich mal gespannt, ob er das diesmal schafft. Aber so wie es aussieht, spawnen alle vorne. Also gleicher Aufbau, sie versuchen wieder vorne vom Haupteingang den Stress zu machen, über Big Window. Oh, wisst mir, aimt diesmal schön ab hier oben draußen Terrasse. Also könnte gleich dann jemand, wenn er sich hochrangelt, den könnte er sich gleich holen. Ah, Lux ist im Hallway. Der Smoke ist im Hallway, auch nicht schlecht. Au, oh, Wismir konnte sich ihn gar nicht holen. Ganz stark gemacht vom Jäger. Da hat er wirklich abgewartet und konnte ihn ordentlich abaimen. Witchel aimt oben ab, ist jetzt im Aquarium. Oh, da könnte jetzt der Wismir könnte sich jetzt gleich den nächsten am Big Window, aber er hat ihn nicht gesehen. Er hat ihn nicht gesehen am Big Window. Kawusi hängt da, kriegt jetzt nochmal Drohnen, damit er genau weiß, wo wer ist. Macho hängt schon wieder an der Außenterrasse. Oh, Lion vermutet einen oder er weiß, dass dahinter einer ist. Kawusi konnte sich die Valentino rausnehmen. Schön gemacht auf jeden Fall. Oh, Macho hat da richtig Probleme gerade bei VIP. Oh, da haut er sie rein, da haut er sie rein.
Oh, Toxic the Best ist auf jeden Fall noch im Korridor unterwegs, ist jetzt Billardraum. Könnte auf jeden Fall nachher für Stress sorgen im VIP. Blinds werden gesetzt Richtung Korridor. Harvard droht erstmal. Oh, da wird er raus. Da wird er gebrannt. Oh, 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 oh. Wer liegt denn da? Wer liegt denn da? Da holt, wisst ihr, holt Kavusi raus. Ganz stark gemacht auf jeden Fall von dem Jäger. Schönes Aim von ihm. Jetzt muss er aufpassen. Die Ying setzt an. Und da pusht die Ying. Aber er konnte die Ying nicht treffen. Aber Macho konnte Liux rausnehmen. Jetzt kommt der zweite Push. Aber da ist die Ying zu short unterwegs und wird in Shirt geschossen. Jetzt muss er aber aufpassen. Jetzt wird er gleich von der Sophie geholt. Aber nein, was ist das denn? Zwei Leute injured. Last man standing auf Seiten von Silex eSport Charlie. Jetzt muss es der Robert richten. Weil der Harvard-Player ist auf jeden Fall injured geschossen. Ich glaube, der Call kam auch noch nicht. Im VIP wird erstmal wieder revived. Blinds werden gesetzt. Schön, Warbreed nimmt Harvard raus. Das war jetzt ein Geschenk für ihn. Aber Wismir hat das Aim und nimmt den Robert raus. Und somit geht die erste Verteidigerrunde an die Jungs von Aras. Diesmal hat der Aufbau von den Jungs von Silex nicht geklappt. Also ich gehe davon mal ganz stark aus, das wird hier auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Match. Ja, das ist auch schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, Leute. Ja, es ist, wie gesagt, das ist für mich auch das erste Mal, dass ich jetzt hier so ESL-Go vormache. Und das muss ich halt mich noch richtig reinfuchsen, halt auch so jetzt mit den Pausen und so, wie ich das am besten mache. Also seid mir nicht böse, wenn halt mal eine längere Pause drin ist, ne? Aber ich versuche immer halt auch so die schönsten CWs, sag ich mal, rauszusuchen, was so möglich ist halt, ne? So, dann kommen wir jetzt hier nochmal zu der Aufdeckphase. Jetzt sehen halt alle die Teams, die Operator. Und jetzt kommt die Pickphase, wo man einfach nochmal zum Beispiel den Mute jetzt einfach wechseln kann zu den Lion. So, und jetzt ist halt die Geschichte, dass jetzt die Jungs von Silex nicht wissen, dass der Operator Lion gepickt wird. Und das finde ich an sich eine richtig geile Sache, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ne? Also, das ist halt immer so. Ja, man kann halt schön pokern. So, aber da wir hier casten, ne, kann ich euch natürlich verraten, wer hier alles dabei ist. Ne? Da haben wir zum Beispiel den Macho wieder auf seiner Sophie. Ne, Kavusi auf dem Capitao wieder. Ne, Harvard wieder auf der Ying. Diesmal nimmt Tiger den Glass. Robert hat wieder den Lion. Weil ich schätze mal, hier der Glass, der wird sich nachher auf die Garage verpissen. Und dann das Big Window abaimen. Auf Verteidigerseite, da haben wir Wismir diesmal auf dem Echo. Nicht auf dem Jäger, sondern auf dem Echo. Liuxas, oh mein Gott. Auf dem Smoke. Valentinas ist auf dem Legion unterwegs. Toxic the Best ist auf dem Jäger unterwegs. Und Maestro auf dem Warbreedies. Und ich muss euch ganz ehrlich gestehen, Leute, also die Maestro Cam finde ich so räudig. Ne? Ah. So, dann schauen wir doch einfach mal. Die Jungs hier verteidigen auf jeden Fall Sunrise gut. Mit zwei Leuten, das ist ganz wichtig. Ne, da bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, drei Leute in Room. Und da wird auch schon erstmal im Server die Tür aufgeschossen. Kavusi schmeißt Blends rein. Er will auf jeden Fall gleich einen Push versuchen, so wie es aussieht. Da muss er aber aufpassen, dass er sich gleich einen Heady frisst. Macho macht sich auch bereit. Jetzt bin ich mal gespannt. Kavusi ist immer noch am Schlüssel. Ah, Harvard wechselt jetzt auf jeden Fall Nordfenster bei Küche. Robert ist auch schon da. Sie wollen jetzt auf jeden Fall von zwei Seiten angreifen. Aber da müssen sie aufpassen, weil wie gesagt, hinten war auf jeden Fall auch noch ein, zwei Leute drin, ne? Bin ich der Meinung. So, jetzt stockniert jetzt auch ein bisschen, meine Damen und Herren. Jetzt drohen sie erstmal. Die ADS sind auf jeden Fall weggemacht worden. Sunrise wird immer noch abgeaimt. Ganz wichtig. Nicht, dass er einer rauspusht. Macho haut die Candelas raus. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt der... Nein. Aber jetzt geht das los. Harvard-Player schmeißt die Candelas rein. Versucht jetzt gleich zu pushen. Nein, er pusht nicht. Aber die Smoke-Granate kommt. Und jetzt muss er gucken. Jetzt muss er sich erstmal die Legion-Trap rausziehen. Jetzt kommt der Diffuse. Aber ich glaube, das ist zu spät. Der Smoke setzt an. Und da muss Harvard, nein, er schafft es nicht mehr abzuhauen. Und somit ist Harvard raus. Der Diffuser liegt auf jeden Fall in Room in der Küche. Und wir haben jetzt nur noch zwei Angreifer gegen vier Verteidiger. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Und der Wismir konnte Macho rausnehmen. Und somit haben wir jetzt Last Man Standing auf Seiten von Silex eSport Charlie. Jetzt muss es der Robert richten. 1:04 noch zu spielen. Vier Verteidiger.
Und wenn ich mir das so anschaue, auf jeden Fall, der Wismir ist sehr, sehr stark, was das Aim angeht. Und Macho ist leider Gottes schon raus. Und Robert hat leider Gottes noch keinen Kill. Er setzt Blinds auf jeden Fall Richtung Toilette. Habt jetzt aber gleich Probleme hinten Sunrise. Ich hoffe, der Call kam, dass Sunrise einer steht. Wenn nicht, nein, der Call kam nicht. Jetzt hat er gefressen, ist nur noch Half-Life. Jetzt muss er aufpassen. Ah, Legion Trap liegt schon wieder vor Window. Ah, das ist jetzt gefährlich. Noch 35 Sekunden. Also ich sag ganz ehrlich, jetzt Half-Life. Also ich weiß jetzt nicht, was er machen soll. Wenn er reinspringt ins Fenster, ist die Legion Trap da. Sie wissen, dass er drin ist im Fenster. Er muss aufpassen. Setzt Blinds Richtung Sunrise. Setzt Blinds rein Richtung Up-Spot. Noch 20 Sekunden und da kommt er zu weit vor und Wismi setzt auf jeden Fall den Heady an und somit geht die zweite Verteidigerrunde verdient an die Jungs von Aras. Also man muss wirklich sagen, haben sie sehr stark gespielt. Und jetzt müssen aber langsam die Jungs von Zylex aufwachen, weil nicht, dass sie jetzt den Anschluss verpassen. Aber dann lassen wir uns mal auf jeden Fall überraschen. Moingo! Ne, ich habe auch immer noch mal so ein bisschen die Tabelle noch im Blick, damit ich euch mal so zwischendurch vielleicht noch mal was sagen kann, was sich da geändert hat. Und jetzt geht wieder die Aufdeckphase los. Finde ich immer ganz witzig eigentlich. So, da sehe ich auch einfach da, alles klar. So, wir haben jetzt mittlerweile 18.40 Uhr. Oh, das ist natürlich jetzt mies. Jetzt, oh Mensch, jetzt sehe ich gerade, der Wismies hat auf jeden Fall Puls jetzt gewechselt. Und jetzt wissen sie nicht, dass der Puls da ist. Sie haben Shisha-Billardraum genommen. Also werden sie unten auf jeden Fall Blue Bar und Büro und so verteidigen mit. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und wenn der Puls da unten nicht rausgenommen wird, dann sehe ich ein bisschen ja, schwarz. Aber wir wollen euch überraschen lassen. So, da haben wir auf jeden Fall mal auf Angreiferseite. Und der Macho hat den Bug diesmal. Kavusi ist wieder auf sein Kapitän unterwegs. Harvard Player hat jetzt den Blitz ausgepackt. Da bin ich mal richtig gespannt, weil ich bin der Meinung, ich glaube, er hat auch schon richtig... Also er kann gut mit dem Blitz umgehen, da bin ich der Meinung. Tiger ist auf dem Jackal unterwegs diesmal und Robert auf dem Lion. Auf Verteidigerseite, wie gesagt. Wismies ist mit dem Puls unterwegs. Das wissen aber die Jungs von Zylex nicht. Dann haben wir den Liuaxas auf Smoke, Valentinas auf dem Legion, Toxic the Best auf dem Jäger und last but not least, Warbreeders ist auf dem Echo unterwegs. Dann lassen wir es nochmal jetzt auch völlig überraschen. Also wie gesagt, der Puls ist jetzt Hallway auf jeden Fall. Aber jetzt sag nicht, du versuchst da irgendwie noch einen Spawnpick zu machen. Nee, er legt sich erstmal hin, alles klar. Oh, Valentino, das machen sie richtig gut, sage ich mal jetzt die Jungs von Ares. Toxic is the Best versucht einen Spawn-Pick zu machen. Aber das scheint wohl nicht... Doch, das könnte. Da verämt er. Aber er kann sich in Shirt schießen. Nein, er kriegt ihn nicht. Er schießt ihn bloß in Shirt. Hat der Harvard-Player einen Sutt. Und Tiger aimt einfach mal ab und setzt den Heady und kann wieder den Harvard wieder reviven. Ganz stark gemacht von Tiger. Schön aufgepasst. Aber man muss dazu auch sagen, also Mensch, richtig Sutt gehabt, dass der Jäger nicht gerade das perfekte Aim hatte. Und Harvard rennt jetzt erstmal mit dem Blitzer Richtung Büro, weil sie vermuten den Puls irgendwo, weil sie müssen auf jeden Fall den Puls erstmal rausnehmen. Puls ist auf jeden Fall Sicherheitsraum. Ist also in dem Korridor zwischen Lobby und Büro. Aber er wird von Tiger ausgedroht, jetzt muss er erstmal Fersengeld geben. Und Macho konnte Liuaxas rausnehmen. Somit haben wir jetzt nur noch 3 Verteidiger gegen 5 Angreifer. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber wir wissen, wie es mir... Oh, da wurde er hinten geschossen. Aber er kann den Turner nicht drücken. Und Kavusi setzt den Heady. Und somit haben wir jetzt nur noch 2 Mann auf Seiten von Axa. Aras, Entschuldigung. Aber Valentina ist schön Blue Stairs. Er könnte sich jetzt gleich die Kapitau holen. Aber Kavusi droht erstmal die Stairs ab. Und das Einzige, was jetzt Valentinas machen kann, ist erstmal verschieben. Da muss er jetzt aufpassen. Oh, das bin ich jetzt. Aber er kann sich den Kavusi holen. Kavusi war zu sehr injured geschossen. Somit haben wir jetzt eine 2-4-Situation. Aber Robert nimmt die Warbreeze raus. Und Macho setzt den Heady an Valentinas. Und somit haben die Jungs ihre zweite Angreiferrunde gewonnen. Und somit steht es wieder 2-2, meine Damen und Herren. Alles klar, Sven. Ich wünsche dir viel Erfolg beim CW. Sehr stark gemacht auf jeden Fall von Zylex diesmal die Angriffsrunde.
Aber man muss dazu sagen, sie haben auch wirklich Glück gehabt, gerade dass Harvard nicht gefallen ist. Und wir schauen einfach mal, was jetzt weiter abgeht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gehe davon aus, das wird hier eine Overtime. Also beide Teams schenken sich hier gerade nichts. Also das wird auf jeden Fall spannend, meine Damen und Herren. Und ich freue mich auch, dass ich denn diesen CW auf jeden Fall mal auf meine YouTube-Seite mal hochladen kann. Ne, falls ihr dann auch mal wissen wollt, ne, Bad Rookie TV, da lade ich alle CWs hoch. Und jetzt bin ich mal gespannt, jetzt geht wieder die Aufdeckphase los. Ich finde das richtig geil, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich freue mich mal irgendwann, wenn ich mal irgendwann mal wieder Zeit habe für ein CW. Aber so wie es aussieht, wollen alle ihre Operator behalten. Sie haben noch 12 Sekunden Zeit. Wir gehen einfach mal hier drauf. Also die. Oh, was seht ihr da? Also, ei. Wenn ich mir das da schon wieder anschaue, so War Breeders, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ESL ist 150er Ping Maximum, ne? Aber er ist wieder zurückgegangen. Gut, okay. Ne, er geht wieder hoch. Er schwankt immer. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ne, dann wollen wir doch einfach mal jetzt mal die Angreifer angucken. Macho hat wieder seinen Bug. Ne? Kawusi ist wieder auf dem Kapitao unterwegs. Harvard ist auf dem Blitz. Ne? Tiger ist auf dem Jackal wieder. Und Robert auf dem Lion. Gut, da hat sich nicht viel geändert. Dann schauen wir. Aber Wispy ist wieder auf dem Jäger unterwegs. Liwaxis ist auf dem Smoke. Valentina ist auf dem Mute. Toxic the Best auf dem Vigil wieder. Und Warbreeders ist auf dem Echo wieder unterwegs. Und wir schauen hier nochmal. Ne, also wie gesagt, Warbreeders, das war wohl ein Ausrutscher gerade mit seinem. Verbindung, mit seinem Ping. Und dann versuchen wir einfach mal. Toxic the Best versucht jetzt abzuaimen. Also das könnte jetzt auf jeden Fall was werden. Shisha Lounge Fenster. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, also Shisha Lounge Fenster, da schießt selbst ich einfach Blinds rein. Na, aber so wie es aussieht, geht da keiner hin. Aber er könnte sich gleich einholen. Und da schön abgegamed von Toxic the Best, konnte die Macho rausnehmen. Und Macho ist leider Gottes der MVP-Spieler bei den Jungs von Cylix zurzeit. Das müssen die Jungs jetzt erstmal auffangen. Ganz stark gemacht von Toxic, auf jeden Fall. Schöner Opening-Frag von Aras. Wir schauen mal, also wissen wir es unten schon wieder, Wintergarten, Büro. Also wenn sie ihn nicht auf dem Schirm haben, könnte es sehr gefährlich werden, weil wissen wir es auch sehr, sehr stark. Harvard ist jetzt in der Küche. Also er könnte gleich Kontakt haben mit Wismuth. Aber da wird er gecallt. Und das ist halt natürlich für Wismuth ganz wichtig, dass in der Küche der Blitz ist. Jetzt bin ich mal gespannt. Blitz gegen Jäger. Wismuth wartet. Er wartet. Er wartet. Harvard hat ihn nicht auf dem Schirm. Und da kommt der Knife. Ist das miese Prise. Ist das miese Prise. Oh, das ist natürlich ärgerlich. Sehr stark gemacht von Wismies, auf jeden Fall. Ne, schön abgewartet. Ne, das ist halt holla die Waldfee. Na, mein Gott. Somit haben wir jetzt nur noch 3 Angreifer von Cylix. Gegen 5 Verteidiger. Aber Tiger konnte erstmal den Leoaxis rausnehmen. Und somit haben wir jetzt nur noch 4 Verteidiger. Aber sie haben den Jäger nicht auf dem Schirm, meine Damen und Herren. Sie haben den Jäger noch nicht auf dem Schirm. Und er weiß, dass 2 unten Server-Toilette sind. Aber er wurde gecallt. Also wenn er nicht... Ah, da kamen die Blind schon. Da wurden die Blind schon gesetzt. Und Kawusi kann hinterher picken und holt sich, wie es mir ist. Ganz gut gemacht von Kawusi auf jeden Fall. Schönes Aim bewiesen. Schön Heady ausgepackt. Noch 1:06 zu spielen, meine Damen und Herren. 3 gegen 3. Da bin ich gespannt. Ah, Robert macht jetzt Big Window auf Penthouse. Und also, wenn mich jetzt nicht gerade alles getäuscht hat, VIP stand gerade einer so offen rum. Toxic the Best ist aber noch unterwegs. Und den haben sie nicht auf dem Schirm. Valentina ist, glaube ich, in Room. Ah, da müsste der Call kommen. 2 Leute sind da. Und wenn jetzt Toxic the Best ordentlich hinterläuft, dann sehe ich richtig schwarz für Cylix. 2 Leute stehen Ruhmeshalle. Einer hängt am Big Window. Der Call kam auf jeden Fall für Toxic. Aber Kawusi haut auch schon mal Feuerpfeile rein. Und da kommt der Push von Toxic. Nein, das sieht er nicht, aber Valentino konnte Tiger rausnehmen mit einem schönen C4. Sie haben es nicht mitgekriegt, dass Toxic jetzt im VIP steht, meine Damen und Herren. Der Diffuse geht zwar durch. Nein! Robert hat aufgepasst und holt Toxic die Beste raus. Aber Warbreeze konnte Kawusi rausnehmen und Valentino konnte Robert rausnehmen. Und somit geht die Verteidigerrunde wieder an die Jungs von Aras. Ganz stark gemacht auf jeden Fall von Aras. Ganz, ganz stark, muss man sagen. Da haben die Jungs von Cylix Charlie nicht aufgepasst.
Aber man muss dazu auch sagen, wie sollen sie denn auch weiter aufpassen? Ne? Die Zeit lief ja einfach ab. Sie mussten ja langsam den Plan durchbringen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt die Jungs von Silex die Runde holen werden. Weil nämlich, meine Damen und Herren, jetzt haben wir Seitenwechsel. Jetzt verteidigt nämlich Silex. Und im Angriff haben sie jetzt 3 Runden abgegeben. Also, ja, ich bin mal gespannt. Weil, wie gesagt, Verteidigung ist eigentlich immer eine ganz andere Sache, ne, bei Küste. Und da haben ja die Jungs von Aras richtig gut bewiesen, Alter, wie man verteidigen kann. Ganz stark gemacht. Küche-Service, ganz gut gemacht auf jeden Fall, wegen Glass. Somit haben sie jetzt den Glass mal ein bisschen rausgenommen. Nicht, dass Glass auf der Garage steht und der Big Window abaimt. Was ja am Anfang immer eigentlich Must-Pick ist, ist Penthouse, ne? Sei es jetzt Rang oder sei es jetzt CW, aber die Jungs von Silex haben gut reagiert und haben erstmal Küche genommen. Oh, da nimmt der Lyaxas den Monte. Entweder hat er es im Urin gehabt, meine Damen und Herren, oder es ist einfach nur fett Glück. Verteidiger, schützt eure Bomben vor der Entschärfung. So, dann schauen wir doch einfach mal. Dann gehen wir mal jetzt die Angreifer wieder durch. Da haben Warbreed, das ist auf Sophie unterwegs. Toxic the Best ist auf Glass unterwegs. Valentinas hat den Lion gepickt. Dann haben Wismis auf der Twitch und der Monte wird von Lyaxas gespielt. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Ich weiß es nicht. Der Robert spielt den Castle. Tiger hat jetzt auf jeden Fall den Legion genommen. Harvard Players nimmt den Echo. Kavusi den Jäger. Macho ist auf dem Smoke unterwegs. Einer ist rausgeflogen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Rehorse gibt. Ich hoffe, dass es jetzt kein Rehorse gibt. Aber so wie es aussieht, wollen die Jungs den Angriff durchbringen. Aber so wie es... Oder? Ja, sie spielen weiter. Sie spielen weiter. Sehr gut. Ich hoffe auch, das war jetzt... Ich glaube, das war auch der Hypinger. Aber wir gehen einfach mal rein jetzt. Da haben wir, sag ich schon. Toxic the Best auf jeden Fall, aimt da schon mal ab. Valentina auf Line ist ganz gefährlich. Claymore wird platziert auf jeden Fall Lobby. Das ist auch wichtig. Nicht, dass einer hinten rausspringt. Jetzt geht das los. Smoke geht rein. Lion setzt seine Fähigkeit ein. Glass aimt ab. Aber er kriegt den Plant durch. Kriegt er den Plant durch? Nein, er kriegt den Plant nicht durch. Macho macht einen Double Kill mit der Smoke-Ladung. Was geht ab hier? Ganz stark gemacht. Jetzt müssen es Glass und Twitch regeln. Toxic the Best und Wismis. Es ist noch 1:49 zu spielen, meine Damen und Herren. Es ist noch alles offen und ich sag mal so, Toxic Best und Wismis sind zwei aimstarke Spieler, die auch mal so eine 5-Mann-Situation klären können. Sie haben noch alle Zeit der Welt. Magazinwechsel. Ich hoffe auch, die Jungs von Silex sind jetzt so clever und zeigen sich nicht. Ah, Wismis ist ja schon Sunrise drin, ne? Aim gut ab. Hat das Hallway Blue jetzt. Sieht jetzt auch erstmal im Büro keinen. Die Legion Trap hat er nicht gesehen. Aber er kann er sich ihn. Ah, Macho holt sich Toxic the Best raus. Und der Tiger nimmt Wismir. Und somit gewinnen sie die erste Verteidigerrunde. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es ein Rehost geben wird. Oder ob die Jungs von Aras einfach weiterspielen, weil sie halt auch nicht viele Möglichkeiten haben und jetzt einfach nur hoffen, dass der eine Typ da wieder zurückkommt. Weil ich bin auch der Meinung, sie wählen auch Operator aus, also ich bin auch der Meinung, sie haben nicht so viele Spieler im Team. So, dass sie jetzt irgendwie großartig wechseln können. Ich schaue nochmal kurz nach, meine Damen und Herren. Oh doch, eigentlich haben sie genug Spieler. Es ist auch kein Spieler gesperrt, es sind 8 insgesamt, also eigentlich haben sie... Aber so wie es aussieht, können sie keinen auswechseln. Und der Junge mit seinem High-Ping ist erstmal weg. Na, da bin ich mal gespannt, wie das Aras jetzt regeln wird. Mit 4 Mann angreifen.
So, jetzt kommt erstmal die Pickphase. Das ist ganz klar. Jetzt werden Sie erstmal alles sehen. So, jetzt bin ich gespannt. Also wie gesagt, die Spieler haben sie auch mal, um mit Die vier Mann zu Angreifer gewinnen. müssen Bomben Ja, lokalisieren und also entfernen. der Wismis hat auf jeden Fall gutes Aim, aber Macho ist heute wirklich on point, muss man sagen. Also mit 11 Kills in 6 Runden, dicke Respekt von meiner Seite auf jeden Fall. So, denn, ach Mensch, jetzt gedacht. So, dann gehen wir auf jeden Fall mal die Angreifer durch. Da haben wir wieder den Toxic the Best auf dem Glass. Auf Valentina ist auf dem Blitz, Liuax ist auf der Ashe und Wismis auf der Twitch. Wie ihr gerade seht, Leute, haben sie keine Hibana. Und, ach so, Moment, Moment, bevor ich jetzt das Falsche sage, es wurde ja alles rausgevotet, ne, bei den Operator-Bannen. Deswegen haben sie keine Hibana und kein Termite. Also vergesst meine Aussage, meine Damen und Herren. Auf Verteidigerseite, da haben wir Robert mit der Ela. Tiger auf dem Puls, Harvard auf der Echo, Kavusi auf dem Jäger und Macho auf dem Smoke. Ich meine, der Double Kill, Alter, mit der Smoke, dicke Respekt, Wahnsinn. So, dann machen Sie erstmal hier auch die ganzen Boden machen Sie auf. Da wird bestimmt nachher der Puls hier unten ein bisschen für Stress sorgen, damit er schon abnehmen kann. Ja, ich sehe hier gerade, Tiger ist auf jeden Fall in der Küche drinne, aber wird auch gleich ausgedroht, wenn er Pech hat. So, und die Jungs überlegen jetzt, was machen wir jetzt? Wollen wir einen Rehorst? Wollen wir keinen Rehorst? Weil, wie gesagt, ich kann kein Rehorst starten. Wenn die Teams sagen, sie spielen mit 4 Mann weiter, dann spielen sie mit 4 Mann weiter. Wenn die Teams sagen, wir spielen mit einem weiter, dann spielen wir mit einem weiter. Wie gesagt, sie können einmal einen Rehost machen, indem sie rausgehen geschlossen. Aber ich schätze mal, sie warten jetzt einfach ab, was passiert. Keine Ahnung, was mit den Jungs los ist. Sie stehen einfach und warten. Ich frage mich gerade, warte mal, da haben wir den Blitz, die Ash, den Glass. Da fehlt auch die Twitch. Wo ist die Twitch? Ah, die Twitch steht da hinten. So, sie wollen einfach. Sie bleiben stehen, meine Damen und Herren. Ich weiß nicht, ob sie jetzt davon ausgehen, dass ich jetzt einen Rehost mache. Oder ob sie sich jetzt einfach fragen, was Sache ist mit dem Spieler. Sie stehen und warten. Versuchen vielleicht jetzt noch irgendwas über Match Channel zu klären. Keine Ahnung, was los ist mit den Jungs. Aber das ist auch mal interessant hier so einfach mal zu sehen, dass sie gar nicht angreifen. Weil es ist wirklich nicht meine Aufgabe, meine Damen und Herren, als Caster irgendwie ein Rehost zu veranstalten. Ne? Das Team muss geschlossen rausgehen, um damit anzudeuten, wir wollen ein Rehost. Aber sie stehen rum und warten. Wismi steht da hinten und wartet. Und ich wette mit euch, die Jungs jetzt von Silex überlegen jetzt gerade, was Sache ist. Wir können ja noch mal reinschauen. Nein, sie haben noch nichts in den Comments geschrieben. Also ich weiß jetzt nicht, warum sie nicht angreifen oder warum sie nicht rausgehen, meine Damen und Herren. Kann ich leider Gottes nichts dazu sagen. Und nein, es ist hier kein, wie sagt man, ne, kein Standbild. Es bleiben noch 15 Keine Ahnung, warum Sekunden. sie jetzt nicht angreifen, keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich glaube, die Jungs. Aber Wismir konnte Kavusi rausnehmen. Opening Frag auf Seiten von Aras. Und da ist der Double Kill. Ich weiß nicht, was mit dem Team los ist von Aras. Ich kann ja mal schauen, ob sie. Wie lange sind sie denn dabei schon eigentlich bei der ESL? Oder wollen sie jetzt einfach nur abwarten und fertig und aus und Schluss und Tee trinken? Und ich schaue mal, sie sind seit 16.06.2018 erst bei der ESL angemeldet. Also es ist noch ein sehr recht junges Team. Also gehe ich mal da ganz stark von aus, dass sie die Regeln nicht durchgelesen haben, was den Rehost angeht. Tja, meine Damen und Herren, das ist ja natürlich schade. Ich dachte, ich sehe jetzt hier gerade schön CW auf Augenhöhe.
Ne, aber dass sie jetzt gerade diese eine Runde einfach so aus der Hand gegeben haben, ist unverständlich. Auch mit 4 Mann kann man eigentlich was erreichen. So, da sind sie wieder. Ne, ich gehe auch nochmal direkt drauf, nicht, dass sie irgendwas im Matchup reinschreiben. Verteidiger, schützt eure Bomben vor der So, Entschärfung durch die Angreifer. dann gehen wir doch mal wieder auf Verteidiger, auf Angreiferseite. Da haben wir auf jeden Fall wieder Toxic the Best. Bewegt sich nicht. Valentinas droht wenigstens mit der Ying. Liuax auf dem Setcher, aber er droht auch nicht. Und Vismis ist auf dem Montage. Also ich gehe davon mal jetzt ganz stark aus, dass die Jungs jetzt vielleicht ein Support-Ticket eröffnen werden. In der Hoffnung, dass sie irgendwie jetzt, sage ich mal, was erreichen können. Aber wie gesagt, meine Damen und Herren. Ah. Jetzt verlassen sie langsam das Spiel. So, damit haben sie jetzt angedeutet, dass sie einen Rehost möchten. Check Message, Rehost, check Message. Welche Message? Please. Commentaries, no commentaries. Message? Rehost? Eieiei, das ist jetzt wohl, glaube ich. Ein Moment, werden wir jetzt einfach mal zurück zum Menü gehen. Match dauerhaft beenden, zurück zum Hauptmenü. Jetzt geht das los, meine Damen und Herren. Wer hat recht, wer hat nicht recht? Ich hoffe doch inständig, dass ein Admin mir gerade hier zuschaut. Ach, dann die Spieleinladung, bin ich denn doof? Dann gehen wir mal wieder auf Benutzerspiel. Online, online, meine Damen und Herren. Jo, yes, please, Vismis, check ESL Rules. So, dann wieder auf ESL neu als Zuschauer erstellen. Weil ich gehe davon aus, dass das jetzt hier nicht weitergespielt wird, weil... Ne, aber wie gesagt, wir laden jetzt einfach ein. Und dann schauen wir mal. So. Da haben wir aber. Kanasch. So, haben wir. Da fehlt doch noch einer. Einer fehlt noch, einer fehlt noch, einer fehlt noch. Ah, oh, Barbary ist da. Bestätigen. Ja, meine Damen und Herren, das ist halt immer das Problem, wenn man sich die Regeln nicht ordentlich durchliest. Ne? Man kann ein Rehost verlangen, indem man halt geschlossen rausgeht. Ne? Aber wenn man nicht geschlossen rausgeht, ich kann als Caster nichts machen. Ihr müsst mir anzeigen, damit, dass ihr einen Rehost haben wollt. Ein Rehost steht euch frei. So. Da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, das wird jetzt hier etwas mehr oder länger dauern. Ich gehe mal rein, Leute. Einen Moment. Party-Einstellung, meine Damen und Herren. Party-Einstellung. Oh, Spielchat. So. Guten Tag. Hallo, spricht einer von euch richtig gut fließend Englisch? Kriege ich hin, ja. Wunderbar, dann erkläre doch mal bitte den Jungs von Aras, was Rehost bedeutet, weil ich habe hier auch keine Nachricht erhalten da bei euch. Ich bin nicht im Match-Up-Channel. Was haben die denn geschrieben? Ne, er hat auch geschrieben, jetzt gerade im Stream, check message, rehost, 3-3. Aber ich weiß nicht, wer von euch zuschaut, der hat gleich 5-3 geschrieben. Ja, ich glaube, Harvard hat auch in dem Match-Chat geschrieben, 5-3 oder so, dass die sich die Regeln entschuldigen. PSN-Message? Ach Gott, ja, meine Damen und Herren, was soll ich mit einer P... Okay. Also was soll ich mit einer PSN-Message, meine Damen und Herren? Ich gehe doch nicht im Stream... sorry. So, dann stelle ich das schon mal... Also das gibt's... Ah, da steht nichts gut. Wismiss. Ja? Okay. So. Ja, wir hatten keine Ahnung, egal, wir können auch weiter 4-3 spielen. So, da haben wir einen Moment.
Zack, also. Meine, er spricht Deutsch. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass die Deutsche sind. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hallo. Ich kurz. Mira, so. Da haben wir. Ich hab dir eine Nachricht geschickt. Ja. Ich wusste nicht, dass du das aushast, deswegen. Ja, wie gesagt, es ist. Ach. Bei Streams habe ich immer Nachrichten aus. Also wie gesagt, ich könnte es auch im Commentary könntest du es auch reinschreiben bei Match-Einstellung bei euch. Da sehe ich das. Wo ist das? Ich weiß es gar nicht. Da, wo du No Thanks geschrieben hast. Ach so, ja, bei ESL. Genau, ESL, da. Die Seite habe ich auf, da sehe ich alles. Da können beide Teams auch schreiben. Okay. So, okay. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal schauen. Das war jetzt. Helf mir mal auf die Sprünge. Erste Runde Angriff. Silex hat gewonnen, ne? Ja. 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 Oder? Oben Penthouse. Ja. Oben Penthouse, genau. Das heißt, Silex war blau, ne? Ja. Genau. Next Round. Blau gewinnt auch. Hat verloren. Verloren? Verloren. Ja. Das war jetzt auch Penthouse? Nee. Doch, das war Penthouse. Penthouse, okay. Thanks. So. Welche haben die auch verloren? Also 1, 2. Ja, Orange gewinnt Küche. So. So, next round. Angriff, blau gewinnt, ne? Ja. Ja. Ja, und dann Penthouse verlieren die immer. Also nochmal. So, blau gewinnt jetzt. So. 3, 2 war. Ach Gott. Als die Küche verteidigt haben. Und dann ist bei uns einer rausgetreten und das war 3-3 und wir haben halt einfach uns nicht bewegt. Zählt das auch jetzt zu Verlust oder so? Das müsst ihr untereinander klären. Also das ist wie gesagt eure Sache. Also eigentlich ist das ja verloren. Ja, ihr müsst halt, ihr müsst nächstes Mal müsst ihr rausgehen, wenn ihr Runden. Ja, wir wussten das nicht. Rio, wir sind da, zum ersten Mal so weit gekommen. Also 3-3, ist das okay? Ja, ist 5-3. Was für 5-3? Regeln. Okay, dann 4-3, ja, weil 5-3 ist das nicht. 5-3 ist das nicht. Das war 4-3, als wir rausgegangen sind. Ja, eben. Die Runde muss ja aber fertig spielen. Wenn die Runde fertig ist, musst du rausquitten. Nicht mitten in der Runde, weil das zählt ja dann noch. Sonst könntest du einfach, wenn du am Verlieren bist, noch 1 gegen 5 kann man mal rausquitten und auch die ganze Runde neu spielen, das ist richtig dumm. Wir waren am Anfang der Runde, direkt als die Drohnenphase fertig war, wir haben uns nicht mal bewegt. Ja doch, du hast auf mich geschossen. Ich hab das war am Ende der Runde. 3-3 war das. Das war 4-3, weil wir während der Drohnenphase rausgegangen sind, weil wir das nicht wussten. Oder habt ihr Schiss zu verlieren? Nö, wir haben auch Regen spielen. Also, Schiss zu verlieren. Ja, meine Damen und Herren, wie ihr gerade ja, no, seht, Karocha, Pinky, Trisbut, werden wir, glaube ich, hier nicht weitersehen. Wir werden mal kurz die Pause reinholen. Wir reden gerade, was sie heute Abend zu Nacht essen. Ne? Wie gesagt, Leute, wir holen einfach mal kurz die Pause rein. Bis gleich, meine Damen und Herren. We'll be right back.
Ja, meine Damen, ey, lass mal einfach Hallo. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier wieder und es geht weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt die richtigen Regeln eingestellt habe. Ja, es ging gerade etwas heiß her, deswegen bin ich gerade auch mal in den Pausenscreen reingegangen. Und so wie es aus... Warum hat er das jetzt nicht angenommen? Also meine Damen und Herren, ihr wart doch gerade selber dabei. Warum hat er das jetzt nicht angenommen? Das nervt mich jetzt schon wieder richtig. Ja, meine Damen und Herren, also wie gesagt, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal reinfuchsen. Ihr wart gerade alle live dabei, wie ich es eingestellt habe. Ah, es nervt. Also wenn ihr bei Rookie im Stream seid, kein Rehost, bitte. So, jetzt müsste auf jeden Fall noch Mira raus, genau, und Bennett raus. So, und wir haben es, wir haben 5-3. Also wenn jetzt die Jungs von Silex noch einmal gewinnen sollten, haben sie das Match gewonnen. Silex und... Aber so 5-3. Ne? Und da geht das jetzt weiter. Ich habe keine Ahnung, warum er das jetzt nicht angenommen hat. Also wie gesagt, falls ihr mal irgendwie Ideen habt, schreibt mal bitte rein. Ne? Nicht über PSN, weil wie gesagt, Leute, ich lese nichts, was jetzt gerade über PSN kommt. Eieieiei. Aber das ist halt, ne? Wie gesagt, Regeln sind Regeln, meine Damen und Herren. Es nützt einfach nichts. Es steht in den Statuten auch drin, wenn man einen Rehost möchte, muss man geschlossen verlassen. Man kann nicht hoffen, dass der Host irgendwie beendet oder so, weil der Host hat hier wirklich keinen Einfluss auf diesen CW. Ich kann hier wirklich nichts machen. Ich bin kein Admin, ich bin kein Leader von irgendeinem Team, nichts dergleichen. Ich hoste nur und kommentiere dieses Spiel. Also Leute, lest euch auf jeden Fall die Regeln durch. Und da steht in den Statuten drin, wer nicht komplett verlässt, signalisiert, dass er weiterspielen möchte. Weil es gibt ja immer das Problem, dass einer rausfliegt und man keinen Ersatzspieler hat und der andere gerade übelste Probleme hat mit seiner Internetleitung. So, dann wollen wir doch mal schauen, jetzt, wie das jetzt die Jungs von Silex noch machen, ob sie die letzte Runde jetzt nochmal reinhauen. Aber nichtsdestotrotz gehen wir mal die Angreifer durch. Da haben wir den Luaxis auf dem Montane. Warbreeders ist auf der Sophie unterwegs. Wismir ist auf der Twitch unterwegs. Und dann haben wir Toxic the Best wieder auf dem Glass. Und Valentinas ist auf dem Jäger unterwegs. Auf Verteidigerseiten, da ist Kavusi auf dem Jäger. Macho ist hat den Smoke. Er hat vorhin einen schönen Double Kill gemacht. Harvard Player ist wieder auf der Ecke unterwegs. Robert auf dem Castle. Und Tiger auf dem Legion. Noch 10 Sekunden. Jetzt bin ich mal gespannt, meine Damen und Herren. 5 Sekunden übrig. Da haben sie auch einen Rotation Hall gemacht Richtung Sunrise. Angreifer müssen eine Bombe finden und Kavusi ist unterwegs oben VIP. Mit Harvard mit dem Echo. Drop wird verstärkt. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. So, wir schauen einfach mal, ob die Jungs jetzt von Aras auch spielen. Ja, sie spielen gut. Wie gesagt, ich glaube, der Macho wird gleich viel zu tun haben. Weil sie steht schon wieder Service-Eingang. Aber wie es mir auf der Twitch ist jetzt gerade im Sunrise drin. Er dürfte eigentlich gleich Kontakt haben. Da schauen wir doch mal. Oh, Liaxas schießt erstmal Küchenfenster auf. Also er vermutet auf jeden Fall gleich in Nähe ein. Oh, der Robert wollte nicht gerade seine eigene Kamera machen. Aber wie es mir konnte, sind die Tiger raussehen. Schöner Opening Frag auf jeden Fall von den Jungs von Aras. Und wie es mir droht erstmal wieder aus. Und er hat ihn nicht links in der Ecke gesehen. Da, wo er vorhin einen rausgeholt hat, da hat er ihn jetzt nicht in der Ecke gesehen. Was natürlich ärgerlich ist. Noch 1,44 zu spielen, meine Damen. Und Kavusi setzt einfach mal den Heady an und nimmt Warbreeders raus. Starker Hit auf jeden Fall von Jäger.
Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass die Viererwand Richtung Garten aufgemacht wird. Aber der Robert kann auch schön dann in die Küche rein aimen. Aber er hat gerade Probleme mit dem Montane. Aber Kavusi nimmt Wismi raus. Schön abgeaimt. Und jetzt wisst ihr auch, warum er alles offen ist. Und jetzt haben wir nur noch drei Verteidiger gegen drei Angreifer. Aber ich sehe gerade, Harvard nimmt der Toxic the Best raus. Und jetzt, da wollte gerade der Kessel den Monte in den Rücken messern. Auch schön aus der Hüfte gesprayt. Schön aus der Hüfte gesprayt. Starke Macht von Lyaxis. Oh, da frisst er erstmal den Smoke. Da muss er jetzt aber flüchten. Zwei Leute noch. Oh, Last Man Standing. Der Lyaxis, der muss es jetzt richten. Das ist auch der Matchball, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung. Oh, da veraimt er Macho. Jetzt kommt's, 1-1-Situation. Harvard Player gegen Lyaxis. Jetzt bin ich mal gespannt, meine Damen und Herren. Und der Montane weiß, dass er oben ist. Der Call kommt jetzt. Blinds werden gesetzt Richtung Korridor. Und der Warbreeze ist wieder zurückgekommen. Schön gemacht vom Harvard Player. Und somit, meine Damen und Herren, bin ich der Meinung, steht es jetzt 6-3. Und damit haben die Jungs von Silex eSport Charlie gewonnen, bin ich der Meinung. Aber ich werde jetzt noch nichts drücken. Ich werde einfach schauen, ob sie weiterspielen. Ob sie jetzt, sage ich mal, sagen, komm, dann machen wir jetzt diese eine Runde weiter. Aber so wie es aussieht, meine Damen und Herren, alle verlassen sie die Lobby. Dickes GG auf jeden Fall an die Jungs von Silex. Es tut mir leid für Aras. Ne? Das nächste Mal bitte, Leute, einfach die Regeln nochmal ordentlich durchlesen. Und dann läuft das auch vielleicht. Ach, was ist das denn, meine Damen und Herren? Warum der nimmt jetzt noch Operators? Wollt ihr jetzt hier einfach noch? Nein, somit ist jetzt der CW vorbei, meine Damen und Herren. Ich hoffe, die Jungs von Aras kommen das nächste Mal etwas weiter. Wissen auch Bescheid, was abgeht, sage ich mal. Ich wünsche auf jeden Fall beiden Teams weiterhin viel Glück, ne? Und vielleicht sehen und hören wir uns nachher nochmal bei Silex eSport Charlie. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, spielt hart, aber fair. Bleibt drinne. Ich mach mal kurze Pause. Bis gleich.